Hallo, ich möchte weitere Aufgaben lösen, damit ihr etwas Übung habt. Lasst uns anfangen. Ich zeichne wie immer zuerst ein Dreieck. Und ich versuche wie immer, es etwas anders zu machen, um euch zu verwirren. Nehmen wir an, dass dieser Winkel oben gleich 0,36 Radianten ist. Und diese Seite ist, lasst mich sie mit einer anderen Farbe markieren. Diese obere Seite ist Wurzel aus 73 Einheiten, also Meter, Zentimeter, was auch immer. Die Länge ist gleich Wurzel aus 73 Einheiten. Und die Frage ist, wie lang ist diese grüne Seite? Wie haben wir letztes Mal eine solche Aufgabe gelöst? Wir sollen herausfinden, mit welchen Seiten wir zu tun haben. Mit der Ankathete und Gegenkathete, mit der Ankathete und der Hypotenuse oder mit der Gegenkathete und der Hypotenuse. Und dann wissen wir, mit welcher Winkelfunktion wir uns befassen sollen. Wir kennen also die Länge, die rosa Seite, und ihr sollt bereits fast intuitiv verstehen, dass das die Hypotenuse ist. Was sollen wir herausfinden? Diese Winkel kennen wir, also wir suchen die gegenüberliegende Seite. Wir ermitteln die Gegenkathete und kennen die Hypotenuse. Welche Winkelfunktion können wir benutzen? Wir schreiben unsere Eselsbrücke. Gaga Hühner Hof AG. Wir ermitteln die Gegenkathete und kennen die Länge der Hypotenuse. In welchem Teil geht es um die Gegenkathete und die Hypotenuse? Die Gegenkathete fängt mit dem Buchstabe G und die Hypotenuse mit dem H. Das ist GH und das steht für den Sinus. Der Sinus ist das Verhältnis der Gegenkathete zur Hypotenuse. Der Sinus, in diesem Fall der Sinus von 0,36 Radiant, wir haben mit dem Bogenmaß zu tun, ist gleich die Gegenkathete dieser grünen Seite durch die Hypotenuse. Wie lang ist die Hypotenuse? Die ist gleich Wurzel aus 73. Die Gegenkathete, wir multiplizieren beide Seiten mit Wurzel aus 73, ist gleich Wurzel aus 73 mal Sinus von 0,36 Radiant. Ich habe den Wert von Sinus von 0,36 Radiant nicht im Kopf, aber ich weiß, wo ich ihn finden kann. Ich benutze meinen Taschenrechner. Also, Wurzel aus 73 mal Sinus von 0,36 Radiant oder mal 3 mal Wurzel aus 73 durch 73. Natürlich zeigt der Rechner einen Dezimalbruch. Ich habe das anders geschrieben. Merkt einfach, dass das dem gleich ist. Ich habe diese Informationen rausgefunden. Es ist keine Magie. Um die Wurzel zu ziehen, könnt ihr auch einen Taschenrechner benutzen. Lass uns das vereinfachen. Wurzel aus 73 mal Wurzel aus 73 durch 73 ist gleich 1. Das wird weggekürzt. Wir erhalten 3. Das heißt, dass diese Seite gleich 3 ist. Es gibt zwei Möglichkeiten, diese Seite zu ermitteln. Wir können den Satz des Pythagoras anwenden, also a² plus b² ist gleich c². Oder wir können die Winkelfunktionen benutzen. Versucht zu erraten, welche Winkelfunktion. Oh, nein, nein. Wir machen Folgendes. Lass uns diese Seite mit Hilfe der Trigonometrie ermitteln und dann finden wir dieselbe Seite mit Hilfe des Satzes des Pythagoras heraus. So zeigen wir, dass in der Mathematik alles miteinander verbunden ist. Ich mache das weg. Das auch. Mmh.
doch nicht die Eselsbrücke. Naja, ich hoffe, dass ihr euch unsere Wunderformel doch eingeprägt habt. Nun, lass uns die Länge dieser orangen Seite ermitteln. Es gibt viele Möglichkeiten, das zu tun. Das ist die Ankathete, nicht wahr? Weil wir die Ankathete und die Hypotenuse kennen. Welche Winkelfunktion benutzt die Ankathete und die Gegenkathete? Das ist der Tangens, stimmt's? Wir können sagen, dass Tangens von 0,36, lass uns diese Seite A bezeichnen, Tangens von 0,36, die Gegenkathete 3, durch die Ankathete A ist. Gibt es noch eine weitere Lösungsmöglichkeit? Wir kennen die Länge der Hypotenuse. Welche Winkelfunktion benutzt die Hypotenuse und die Ankathete? Denkt an unsere Eselsbrücke. Aha, die Ankathete durch die Hypotenuse. Und das steht für den Kosinus. Der Kosinus ist das Verhältnis der Ankathete zur Hypotenuse. Wir können sagen, dass Kosinus von 0,36 die Ankathete A durch die Wurzel aus 73 gleich ist. Ich schreibe hier Gaga Hühnerhofer GA auf, damit ihr bestätigen könnt, was ich tue. GA sagt uns, dass der Tangens der Gegenkathete 3 durch die Ankathete ist. AH sagt uns, dass der Kosinus der Ankathete durch die Hypotenuse ist. Wir können jede von diesen Gleichungen lösen. Wenn wir die zweite Formel anwenden, ermitteln wir die Ankathete, die Wurzel aus 73 mal Kosinus von 0,36 gleich ist. Ihr könnt jetzt den Taschenrechner benutzen oder mir aufs Wort glauben, dass der Kosinus von 0,36 Radiant 8 mal Wurzel aus 73 durch 73 gleich ist. Wenn ihr den Taschenrechner auf Radiant-Modus umstellt, könnt ihr nachprüfen, ob ich recht habe. Zurück zu 73. Wurzel aus 73 mal Wurzel aus 73 ist gleich 73. Und dann durch 73 teilen, sie werden weggekürzt, wie praktisch, nicht wahr? Und wir erhalten 8. Die Ankathete ist gleich 8. Das heißt, dass wir A ermittelt haben. Wenn wir den Tangens angewendet hätten, hätten wir auch 8 erhalten. Nun, um euch zu beweisen, dass auch andere Verfahren funktionieren, werde ich das mit Hilfe des Satzes des Pythagoras tun. Also, 8 Quadrat plus 3 Quadrat ist gleich die Hypotenuse im Quadrat, das heißt Wurzel aus 73 im Quadrat. 64 plus 9, wie viel ist Wurzel aus 73 im Quadrat? Richtig, 73. Und natürlich, hier haben wir auch 73. 73 ist gleich 73, das funktioniert. Ist das nicht interessant, wie alles in der Mathematik miteinander verbunden ist? Ich glaube, ihr seid bereit, mit der Trigonometrie 2 zu versuchen. Viel Spaß!